Du hast ja eine klassische Ausbildung zum Bassspieler gemacht, aber man findet darüber überhaupt nichts im Netz. Wie kommt das? Ja, Bassspieler hört sich an, als würde ich ein Instrument spielen, aber das Instrument ist die Stimme. Das heißt, ich bin Basssänger, war viele Jahre in Stuttgart an der Staatsoper engagiert. Und warum machst du das nicht mehr weiter? Warum mache ich? Weil das Leben ein bunt ist und viele Wege zeigt. Und ich bin Sänger und Schauspieler und da sind die Wege oftmals parallel gelaufen und irgendwann hat sich dann doch der Weg zum Schauspiel mehr entwickelt. Und du bist ja auch Filmpreisträger. Wie hast du dich da gefühlt? Also Filmpreisträger nicht in dem Sinne, dass ich persönlich den Filmpreis bekommen habe, sondern die Produktion, also viele Produktionen, in denen ich mitgewirkt habe, die ausgezeichnet wurden. Zuletzt eben bei Fatih Akin. Ein Film aus dem Nichts, wo wir sogar international ganz, ganz große Preise gewonnen haben, über den Teich hinaus, amerikanischen Filmpreis, Golden Globe haben wir gewonnen. Also wie gesagt, die Produktion, nicht als Einzelpreisträger. Aber du warst ja dabei und hast es ja auch ein Stück weit was mitverantwortet. Wie fühlt man sich da? Ja, was macht das mit einem? Man freut sich darüber, wenn Filme erfolgreich sind und wenn man dann auch wirklich mitspielen konnte oder auch da selber eine Aufmerksamkeit gewinnt oder bekommt, ist es einfach ein schönes Gefühl, ja. Und es gab ja auch einen Film über deine Familie. Wie kam es denn dazu? Ach, das ist ja auch eine Ewigkeit her. Da hat mein Bruder Armin, ist da, glaube ich, überfallen worden vom NDR und die haben gefragt, ob er da nicht so eine Familienchronik mal filmen könnten und so. Und mein Vater war auch sehr eingebunden in dieser Produktion, der leider jetzt gerade vor 4 Wochen verstorben ist. Und ja, das sind halt so Produktionen, die neben dem normalen Filmgeschäft auch, die einen erreichen. Und ja. Wie fühlt man sich dann so, wenn man die dann auch sieht, wie sie da gelebt haben und was da so ausgestrahlt wurde? Ja, es war natürlich einiges, was man so erfährt, was ich auch nicht wusste von der Familiengeschichte her. Und ansonsten, ist, wenn ich jetzt meinen Bruder oder jemanden auf der Leinwand sehe, ist es für mich jetzt nicht unbedingt so spektakulär, weil das ist so der Alltag letztendlich auch. Und ja, es hat mich natürlich auch gefreut, dass gewisse Sachen, die dokumentarisch festgehalten wurden, dass man sowas hat, ja. Wir sind ja eigentlich auch hier wegen der Siegesfeier vom Rainer Gottwald, von dem Promi Big Brother. Was glaubst du, was war das Geheimnis vom Rainer, dass er das gewonnen hat? Kann ich wenig zu sagen. Ich glaube, wir haben uns erst im Herbst kennengelernt. Und zwar hatte ich Dreharbeiten in Frankfurt und habe den Vater von Luca kennengelernt. Und bin so zum Boxkampf nach Frankfurt gekommen. Und wir haben uns gut verstanden, uns gut unterhalten und gut austauschen können. Und so kam man drauf, dass man mich jetzt hier heute einlädt. Und der Zufall war wieder so, dass ich hier in der Nachbarschaft zu tun hatte und auch der Einladung folgen konnte, genau. Und würdest du dich denn auch mal zur Verfügung stellen für so ein Format wie Promi Big Brother? Ich denke, schwierige Frage, aber ich glaube eher nicht. Neben mir steht jetzt Rashida Assisi. Sie ist Immobilienmaklerin von den Immobilien in Frankfurt, Miss Hessen 2022 und Finalistin von Miss Germany 2023. Hallo Rashida. Hallo. Rashida, ich hatte ja eben gesagt, du bist Miss Hessen 2022. Wie fühlt es sich für dich an und was hat sich da für dich verändert in deinem Leben? Okay, ich bin 48 Jahre alt und ich präsentiere Miss Hessen und nächste Woche auch Miss Deutschland. Und das ist eine Ehre, dass ich mache das auch ein Vorbild sein für die Frauen, dass die müssen an sich glauben, egal welche Alter wir sind oder was wir machen beruflich. Wir müssen immer noch stark bleiben und an sich glauben und einfach weitergehen. Das auf jeden Fall. Und wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Hat sich es überhaupt verändert? Ja, das hat sich viel verändert. Jetzt kann ich im Fashion-Bereich vieles machen. Und ich mache auch mein einziges Design. Dieses Kleid habe ich selbst designt. Und ich werde das auch weitermachen.
und auch die Frauen helfen, besonders die jüngere Generation. Ja, das Kleid, das sieht ja echt sensationell gut aus, Wahnsinn. Und seit wann machst du das schon? Seit 2 Jahren. Ich habe die Gedanken gehabt vorher, aber ich bin nicht damit gekommen. Aber so mit Messes Hessen und auch ja, durch diesen Titel, das hat mich sehr interessiert, so meine einzige Design anfangen. Ja. Und jetzt in 7 Tagen ist ja dieses Online-Finale. Was sind denn da so deine Erwartungshaltungen? Ich erwarte, dass wird in Beauty Pageant mehrere, würde ich sagen, ältere Frauen akzeptiert, auch eine Chance gegeben. So, das wäre die Miss Germany 2023 ist ja in Hurghada. Und wie fühlt es sich an, dann für dich dahin zu kommen? Wie werde ich dahin kommen? Sorry. Vom Gefühl her, wie fühlst du dich dabei? Oh. Ich fühle mich toll, sehr stark und gespannt, was passiert. Und ja, ich werde Spaß haben einfach. Würdest du dich denn auch zur Verfügung stellen fürs Promi Big Brother Haus? Würdest du da reingehen? Ja, das interessiert mich, so Neuigkeit probieren im Immobilienbereich oder Frauen-Power-Bereich und ja. Und würdest du auch in das Promi Big Brother Haus mal einziehen? Vielleicht. Wenn man dich jetzt fragen würde? Ich bin nicht so sicher, aber ich bin sehr bereit für Neuigkeit, ja. Das würde mich interessieren. Ja, dann bedanke ich mich für das kleine Interview und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Miss Germany-Wahl und dass du es auf jeden Fall schaffst. Dankeschön. Oder ich möchte ein paar Worte sagen. Gerne. Frauen muss stark bleiben und glauben an sich. Egal wie schwer das ist, Leben vor uns, wir müssen einfach kämpfen. Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Neben mir Peter Althoff stehen, Schauspieler und Bodyguard. Hallo, Peter. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe jetzt 6 Wochen nicht laufen können. Wieso? Was passiert? Ich habe einen Stein im Schuh gehabt. Einen Stein im Schuh? Ja, das ist aber... Geht's wieder. Echt? Und das erst nach 6 Wochen? Ja, das geht. Na, Wahnsinn. Aber Mediziner unter sich. Also, kommen wir aber jetzt mal zu deinen Berufen. Du bist ja Schauspieler und Bodyguard. Was war denn als erstes? Ja, Bodyguard war ich die ganze Zeit. Ich mache immer noch irgendwas für Industrielle, ab und zu mal für irgendwelche Künstler. Das ist toll, dass sie mich noch buchen. Meine besten Sachen waren, wenn ich ehrlich bin, als Bodyguard Michael Jackson, Pamela Anderson, die deutsche Fußballnationalmannschaft und Falco natürlich, Hansi Hölzl. Für mich persönlich immer ein Freund gewesen. Dreh dich nicht um, der Kommissar geht um. Oder Genie, Amadeus,
Also es sind so Sachen gewesen und dann habe ich halt die Liebe zu der Schauspielerei entdeckt durch meinen Boxclub. Und dann haben wir Macho Man 1, 2, 3 gedreht mit René Weller und es ging damals 87 schon los, der erste Film. Der zweite vor 8 Jahren und jetzt sind wir gerade an der Fertigstellung für Macho Man 3. Wow, aber warum war das denn so lange, eine lange Pause zwischen Macho Man 1 und 2? Ja, durch die ganze Boxerei, die wir mit Klitschko, Henry Maske und es ist ja eigentlich mein Hauptjob. Oh, jetzt geht's los hier. Aber ich muss sagen, in unserem Dreier ist auch gut, weil da spielen Wolfgang Viereck mit, Alexander Herrmann und so weiter. Und ich freue mich total auf das Konzept, wo am Schluss fertig ist. Ich habe 60 Drehtage, 15 Stunden gehabt. Wow. Das ist Arbeit. Das glaube ich, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch rausgefunden, du hast ja auch eine Lehre zum Friseur gemacht. Wie ja, kommt man? Und vorher Gas, Wasser, Scheiße, das heißt Installateur. Aber wie kommt man denn von Friseur zum Bodyguard? Naja, ist ganz einfach. Ich habe erst Installateur gelernt, dann Friseur, weil ich einen Friseur laden wollte und dann haben sie mich eingezogen zur Bundeswehr. Und da war ich 4 Jahre bei den Feldjäger und dann habe ich die Liebe gefunden, Menschen zu schützen, Sicherheit zu machen. Und ich wollte aber nicht bei der Stadtpolizei, ich wollte keine Knödelchen verteilen an irgendwelche Leute, das ist nicht mein Ding. Und da sind wir in der Sicherheitsbranche gekommen mit großen Konzerten, Wispun Ash, lauter so sagen, Falco, das habe ich ja die kennengelernt und so. Dann bis in Falkemeyer-Branche, dann aus Frankfurt war Lippmann Rau, das waren noch alte Band, Liebermann. Also es waren wirklich tolle Sachen. Und wir haben ja auch rausgekriegt, dass du ja auch bei Dschungelcamp mal warst. Das war letztes Jahr. Ja. Und recherchiert. Und wie war das denn da so für dich? Also für mich war es ein Abenteuer, für meine Frau war es ein Urlaub. Und ich muss sagen, es macht was mit dir, das Dschungelcamp, und das stimmt. Es ist wirklich total toll. Die Leute waren gut, aber du bist einmal auf dich selber gestellt. Ich konnte damit handeln, weil ich bin Personenschützer. Ich muss Argus Auge über alles zeigen. Und ich hoffe, dass die Zuschauer das gesehen haben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich war authentisch. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Und vor allen Dingen, ich denke, auch nicht so einfach dort, oder? Nein, einfach ist nicht. 16 Tage war ich drin. Und das war wirklich nicht einfach. Aber auch mit den ganzen Charakterien. Und das ist ja eigentlich das Harte. Ne? Und die Essensfragen, Prüfungen möchte ich jetzt eigentlich weglassen. Ich wollte gerade sagen, ist es denn wirklich so, wie man das im Fernsehen sieht? Oder ist das dann eher so, dass ihr heimlich dann mal ins Hotel könnt? Nein, ich habe 11 Kilo abgenommen und davon sind immer noch, Gott sei Dank, 8 weg. Wow, aber trotzdem. Schön. Und jetzt sind wir ja hier wegen der Siegesfeier vom Promi Big Brother, vom Rainer Gottwald. Könntest du dir denn vorstellen, auch ins Haus einzuziehen? Also ich war ja, also wir haben ja abgesagt dieses Jahr das Sommerhaus der Stars. Hat meine Frau gesagt, die will das nicht. Habe ich gesagt, okay, muss ich mir solidarisch erklären. Promi-Haus, also Big Brother wäre mal lustig. Bestimmt eine gute Sache, auch ein Erfahrungswert mit Typen wieder. Aber so irgendwelche andere Sachen, die wo jetzt ein wenig unter die Gürtellinie gehen, ist nicht unbedingt mein Ding. Ich denke auch mal, das Haus, Big Brother-Haus, ist jetzt auch nicht so schlimm wie das Dschungelcamp, oder? Ja, da gibt es ein paar Prüfungen und man muss sich auch miteinander verstehen und da habe ich kein Problem damit. Es ist halt einfach schön, immer mal mit Leuten, mal, die von einer anderen Karikatur sind, kennenzulernen, wie du mit denen umgehst. Und wenn die miteinander streiten wollen, sollen sie es halt machen. Das stimmt. Ich halte mich da raus und sage, okay, oder wenn du keinen Bock auf mich hast, die Chemie muss passen. Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, dann erstmal vielen Dank für das Interview und dann wünschen wir dir hier noch ganz viel Spaß auf der Feier. Ich wünsche euch alle, bleibt gesund, das Wichtigste, weil das andere geht immer von selbst. Okay? Das stimmt. Ja. Danke. So, jetzt haben wir hier den Luca Cinque-Anche, den 6. Weltmeister im Juniorenboxen. Hallo Luca, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. WM-Titel. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe mich soweit gut gefühlt. Ich lag halt ein bisschen flach im Bett, weil ich pfeifliches Drüsenfieber hatte. Aber ich habe mich versucht, in 2 Wochen fit zu kriegen. Es hat geklappt. Ich habe gewonnen. Das ist das Wesentliche. Beim nächsten Kampf gebe ich noch mehr Gas und drehe noch weiter auf. Aber ist gut gegangen, Gott sei Dank. Sehr schön. Und wir sind ja jetzt auch hier wegen der Siegesfeier von Big Brother, von deinem Trainer. Genau. Und wie hat sich für dich angefühlt, ihn da im Fernsehen zu sehen? Es ist krass, den Rainer da im Fernsehen gesehen zu haben. Vor allem, ich habe schon gedacht, dass er weit kommen wird, aber dass er das Ding gewinnen wird, ist schon hart. Oder gewonnen hat, eher gesagt. Aber ich gönn's ihm vom Herzen und mal gucken, wo die Reise noch hinführt. Vielleicht sehen wir den bald irgendwo anders noch. Das wollen wir doch hoffen. Wie hast du dich so gefühlt, so richtig? Bei dem Sieg, dass er gewonnen hat?
sehr stark. Ich habe es nur geguckt, die letzte Folge, und habe mir so gedacht, wenn er das jetzt gewinnt, fresse ich einen Besen. Es ist kein Besen geworden tatsächlich, aber ich habe es ihm von Herzen gegönnt und hat mich überwältigt. Ja, sehr schön. Was habt ihr denn dann gemacht, als er aus dem Haus rauskam? Habt ihr ihn dann empfangen? Tatsächlich ist er zu meinem Kampf gekommen, weil das war 2 Tage vor meinem Kampf in Dorsten. Da ist er zu meinem Kampf gekommen, da habe ich ihm da gratuliert und danach haben wir nochmal einfach gequatscht. Und gefeiert. Und gefeiert, richtig. Und würdest du denn auch wollen in dieses Big Brother Haus? Könntest du dir das vorstellen? Aktuell nein. Es ist nicht so mein Format und auch nicht so meine Richtung. Ich will mich eher so auf Boxen konzentrieren, auf Sportliche. Vielleicht irgendwann mal in so Reality-Schiene, aber momentan aktuell nicht. Und wir haben ja jetzt auch gerade gehört, dass ja der 7. Weltmeistertitel ansteht am 13. Mai in der Stadthalle Offenbach. Wie laufen denn da die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen laufen aktuell langsam an, weil wir wollen so ab März anfangen, Vollgas zu geben. Und bis Mai muss ich dann zu 100% fit sein. Deswegen, ich gebe mir jetzt noch eine Schonpause im Februar. Und ab März gibt es halt in den Arsch getreten, auf gut Deutsch gesagt. Und ich gebe Gas und hoffe, das Ding zu gewinnen. Ich gebe auf jeden Fall alles. Das denken wir auf jeden Fall. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und toi 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 für den Kampf. Und freuen uns schon drauf. Und ja, alles Gute und viel Spaß noch hier auf deiner Feier. Vielen Dank, gleichfalls. Danke, dass ihr hier seid. Und jetzt habe ich neben mir Rainer Gottwald stehen, der Sieger des Promi Big Brothers 2022. Hallo Rainer. Hi. Rainer, bevor wir über das Promi Big Brother reden, eine Frage zu den Wettkämpfen. Du hattest ja den Vincent Freiburz als vierfachen Weltmeister geschaffen und Luca Cinque-Enche zum sechsfachen Weltmeister. Was bedeutet das für dich? Ja, das bedeutet für mich, dass ich noch viel mehr erschaffen will, weil ich habe ja nicht nur, ich habe auch einen Leon Bauer als Weltmeister geschaffen, ich habe auch eine Verena Kaiser zur Weltmeisterin, ich mache eine Sarah Bormann und viele mehr. Für mich bedeutet es einfach, dass ich im Moment der beste Manager in Deutschland bin, das ist so. Das definitiv. Und also du willst auf jeden Fall junge Talente fördern. Das ist, warum mache ich das? Nur deshalb. Im Moment kann man mit Boxern nicht reich werden, aber es ist für mich als ehemaligen Boxer wichtig, der weiß, was einem Boxer fehlt. Das weiß ich. Und deshalb bin ich immer da für die junge Boxer und helfe, wo ich kann, solange die ehrlich zu mir sind. Was oftmals nicht der Fall ist, leider. Aber die Seele sind es wert, dass ich denen helfe. Dann kommen wir jetzt zurück zum Promi Big Brother. Oh, das ist ein, ja, das ist ein Zungenbrecher. Du warst ja der Sieger der Staffel jetzt 2022. Jubiläumsstaffel, 10 Jahre war das. Genau, und wie hast du dich da gefühlt? Ja, ich kannte die Sendung vorher noch gar nicht eigentlich. Ein Freund von mir, Nino De Angelo, war schon mal drin. Der hat mir mal ein bisschen was erzählt. Ich habe aber noch nicht die Zeit gehabt, mal reinzuschauen, was da los war. Und ich habe am Tag des Einzugs meinen Koffer gepackt, bin dahin. Dann kam ich in Quarantäne, dann da rein in dieses Haus. Und erst dann habe ich irgendwann Step by Step gemerkt, um was es geht. Und irgendwie überraschenderweise das Ganze im Finale gegen Michaela Schäfer gewonnen. Ja, hat ein bisschen das Leben verändert, war eine schöne Erfahrung. Aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Und was hat es denn für dich verändert, das Leben? Das weiß ich jetzt auch nicht, ein kleiner Zwischenschritt hier. Und wie hat es sich das Leben verändert? Ja gut, ich meine, man sieht ja, dass die Einschaltquote war zwischen 1 und 3 Millionen von so einer Sendung, 29 Millionen verschiedene Menschen. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg haben das gesehen. Man wird schon eher wahrgenommen. Man macht mehr Selfies, wenn man irgendwo einkaufen geht und so. Aber ich hoffe, dass für mich jetzt bedeutet, dass ich vielleicht bessere Sponsoren kriege für meine Sportler oder auch mehr Hilfe für meine sozialen Engagements. Das ist für mich wichtig. Was für soziale Engagements hast du? Ja gut, wir sind Pate für 3 Sachen. Zum einen in Offenbach unterstützen wir immer das Hospiz für der Malteser. In Ludwigshafen, da sind wir Pate von Hospiz Elias. Und in Karlsruhe unterstützen wir die onkologische Abteilung der Kinderkrebshilfe. Wow, ganze Menge. Wie schaffst du das alles? Wie ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich schaff's. Das ist die Hauptsache. Und was war so das Zurückzukommen zum Promi Big Brother Haus? Was war denn so das schönste Erlebnis für dich? Im Promi Big Brother Haus? Ja, als man Essen gab. Als man mal richtig gut einkaufen durfte. Oder ich glaube, der Knossi. Knossi kam ja und hat uns einen Korb mit Essen gebracht. Das war ein schönes Erlebnis, das sage ich ja. Und was war das schlechteste Erlebnis? Schlechtes Erlebnis war der Wal. Da musste ich mit so einem Schneckekostüm auf Schleim rumkriechen. Ich habe eine künstliche Hüfte, dadurch konnte ich keine Brustbewegung machen mit den Füßen. Habe es trotzdem gemacht, da ist mal die Hüfte ein bisschen raus, die Hände sind immer raus, mir habe ich gekugelt, also ich habe das Ding verloren. Aber es war mein Glück, ich glaube, der liebe Gott hat es gut gemeint, weil es war das erste Spiel, das habe ich verloren und ich wusste nicht, dass die ersten Verlierer die Gewinner sind. Ich kam also ins Loft und danach habe ich die Spiele gewonnen und habe das Ding gewonnen. Wahnsinn. Und würdest du das denn nochmal machen, ins Promi Big Brother Haus zu gehen? Jetzt ja, auf jeden Fall, jetzt weiß ich ja, wie es geht.
Ja. Und jetzt bist du ja auch hier zum Mann des Jahres 2022 gekürt worden, hier auf deiner Siegerehrung sozusagen, Siegersfeier. Was macht es dann mit einem? Wie fühlt man sich da? Das macht mich sehr glücklich, ein bisschen Anerkennung zu kriegen für die Aktionen und für die Handlungen, die man tut als Vorbild oder auch Vorbilder zu schaffen, soziales Engagement zu machen. Das ist sehr wichtig für mich und das füllt mich wirklich mit Stolz. Ich hoffe aber, dass meine Mutter mit Stolz erfüllt, meine Familie, ne? Das ist viel wichtiger. Es ist jetzt Kai Lehmann live, aber für mich ist Kai Lehmann live was ganz Besonderes. Das ist schon jemand, der hier Bedeutung hat, mittlerweile im hessischen Raum und auch überregional. Und das ist der erste Award. Vielleicht gewinnt denn ja mal in 10 Jahren irgendein Bundespräsident. Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Was sind denn jetzt so deine nächsten Pläne für dieses Jahr? Ja, dieses Jahr haben wir große Events. Ich bin jetzt nächste Woche Co-Promoter bei Felix Sturm in Stuttgart in der Porsche-Zentrum live auf der Zone. Weltweite Übertragung, das gleiche wird der Fall sein, am 13. Mai, Stadthalle Ludwigshafen. Und dann geht's weiter mit unserer Tour. Ludwigsburg, MHP Arena, tolle Kämpfe, auch live auf der Zone weltweit. Und 7. Oktober, Ludwigshafen wieder. Und dann Karlsruhe, das unser Klassiker, unser Karlsruher Weihnachtszirkus. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und dir jetzt hier auf deiner Feier noch viel Spaß und übrigens alles Gute auch für den Award und die Siegerehrung. Super, herzlichen Dank.